Also das Mikrobiom im Allgemeinen hat mich schon immer fasziniert, weil grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass man mehr fremde Bakterien eigentlich auf dem Körper und im Darm besitzt, als man eigene Körperzellen hat. Das macht uns ja am Ende des Tages zu einem Bakterientransporter mehr oder weniger. Ich bin Nicolas Gachet, ich komme ursprünglich aus Klosterneuburg, habe allerdings in Graz Medizin studiert und dann 2018 gemeinsam mit meiner Mitgründerin Barbara Stadek die Firma Biome Diagnostics gegründet. Der Barbara und mir ist aufgefallen, dass eigentlich damals es kaum eine Möglichkeit gab, das eigene Darmmikrobiom auszuwerten. Und wir wollten unbedingt eine wirklich wissenschaftlich fundierte Analyse der eigenen Darmbakterien auf den Markt bringen. Also unser MyBioma-Test ist für jeden Menschen in Europa zugänglich. Das kann man ganz einfach online oder über einen unserer Partnertherapeuten bestellen. Der Biome One bzw. der medizinische Test ist hauptsächlich für Onkologen zugänglich, die dann diesen Test auch für ihre Patienten bestellen. Die Gesundheit beginnt auf jeden Fall im Darm, weil die Darmbakterien einen unglaublichen wichtigen Einfluss haben auf alle unsere Gesundheitszustände. Und wir können es so beeinflussen, dass wir schauen, dass das Darmmikrobiom gut aufgebaut ist. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir achten auf unsere Ernährung, wir achten auf unseren Lebensstil und somit können wir dann sozusagen das Mikrobiom beeinflussen. Ein ganz großer Moment war natürlich, als wir mit Biome One unsere klinische Studie abschließen konnten. Das heißt, da wurde dann die Genauigkeit zu diesem Test veröffentlicht und diese Genauigkeit war um vieles besser, als es jeder andere Test im Krebsvorhersagebereich schafft. Und das war natürlich etwas, wo auch wir und das ganze Team irrsinnig stolz darauf waren, weil dadurch konnte dann am Ende des Tages auch Patienten geholfen werden, die Therapie zielgerichteter anzuwenden. Wir sind irrsinnig dankbar, dass es auch so viele Partner, aber auch genauso öffentliche Fördermittel gab, die uns nicht nur bei der Gründung, sondern auch bei der Produktentwicklung unterstützt haben. So konnte zum Beispiel FFG uns auch bei zwei Basisprogrammen unterstützen und erst dadurch wurde es möglich, auch den Biome One Krebstest beispielsweise zu entwickeln. Genauso unterstützen sie uns jetzt dabei, einen weiteren Test zur Identifizierung von Reizdarmsyndrom zu entwickeln. Und das wäre alles auch nicht möglich gewesen ohne der Unterstützung. Unsere Vision ist, die Analyse des Darmmikrobioms auch wirklich allen Menschen weltweit zugänglich zu machen. Und am Ende des Tages soll auch den meisten Ärzten oder Menschen bewusst sein, dass das Darmmikrobiom einen riesen Effekt auf unsere Gesundheit hat und dass so eine Analyse auch essentiell wichtig für die eigene Gesundheit ist.